Hallo, meine Zombie-Freunde, wir sind zurück bei Dying Light. Ich habe mir gedacht, es wird mal wieder Zeit, eine Folge Dying Light aufzunehmen. Da wir damit ein bisschen im Verzug sind und ich auch schon gar nicht mehr weiß, so wirklich, wie es hier weitergeht. Auf jeden Fall werden wir den Dicken erstmal aus dem Weg gehen. Der haut nämlich kräftig zu. So, machen Sie die Gruppe ausfindig, die sie nach Sektor 0 bringen kann. Dann suchen wir sie mal. Lassen uns mal überraschen. Auch was wir hier noch alle stoßen in der Welt. Nehmen wir mal den direkten Weg. Denn der ist... Oh, da ist so ein... ein Explodierer. Der hat ja reingehauen. Crane, eine Sache noch. Erinnerst du dich an die junge Frau aus Sektor 0? Troy? Wir hatten Kontakt, als ich den Funkverkehr wiederhergestellt hatte. Geh zu ihr, sobald du dort angekommen bist. Eine gute Idee. Danke dir, Bracken. Sei vorsichtig. Dann suchen wir sie mal. Oh, da geht's nicht weiter. Ist denn hier kein... Hier ist doch mal eine Zwischentür gewesen. Ah, jo. Ja, wirklich. Und wir haben Besuch bekommen. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Rudi LP ist da. Hallo. Ich bin im Livestream gerade. Ach so. Und dafür am Aufnehmen. Okay. Wie du Bescheid weißt. Dying Light. Wollte ich mal wieder so ein bisschen... War ja im Verzug. Ja. Was machen wir danach, Pede? Können wir. Ich muss jetzt nur einmal kurz zum Arzt, Rezept abholen und dann zur Apotheke, aber dann... Kein Thema, ich bin hier. So, da müssen wir jetzt rauf. Hep, hep. Ein bisschen Anlauf nehmen. Dann kloppt das. Jawohl. Und nochmal. Na, ein bisschen langsamer. Bin ich richtig? Jo. Hallo. Was willst du? Ich suche nach den Rettern. Keine Ahnung, wen du meinst. Ich bin einer von Brackens Leuten, vom Turm. Mir egal, wo du herkommst. Verpiss dich oder du lernst meine weniger höfliche Seite kennen. Ey, ich weiß, ihr schleust Leute aus den Slums. Eine junge Frau kam hier durch. Jade. Du solltest besser einen Abgang machen. Nein, hör zu. Ich habe Rais verstümmelt und werde von seinen Leuten gejagt. Ich könnte echt Hilfe gebrauchen. Du? Du bist der Typ, der Rais Hand abgehackt hat? Genau. Und jetzt muss ich zum Sektor 0. Wie heißt du? Crane. Crane, glaub ja nicht, nach Sektor 0 zu flüchten, wird dir helfen, von Rais Radar zu verschwinden. Aber warte hier.
Ich soll hier warten. Ich habe hier so einen Typen, der behauptet, er hätte Reis verstümmelt. Ja. Crane? Ja, ja. Das hat er gesagt. Ja. Wirklich? Bist du sicher? Ja, der bin ich. Hm. Okay. Gut. Okay, wir bringen dich rüber. Wann? Jetzt. Was wollt ihr dafür? Was du mit Reis gemacht hast, ist Bezahlung genug. Geh zum eingestürzten Tunnel, dem früheren Zugang zur Altstadt. Klopf an der Tür zu den Abwasserkanälen. Jemand wird dich in Empfang nehmen. Verstanden. Danke. Nein, Mann. Danke dir. Kein Problem. Na, du sollst da hochgehen. So, dann wollen wir mal. Noch ist es hell. Dann machen wir uns mal beeilen, bevor es gleich dunkel wird. Crane hier. Bist du das, Tolga? Ah, er will mit uns sprechen. Ich aber nicht mit ihm. Wiederhole, du sollst unverzüglich herkommen. Das ist alles. Ja, aber ich bin unterwegs. Ne, das ist eine Zwischenmission, die möchte ich jetzt nicht machen. Wir wollen ja bei der Hauptstory bleiben. Ayo hier. Wie immer, sucht euch in der Nähe ein Versteck und bleibt dort bis zum Morgen. Gute Nacht und viel Glück. Haha. Jetzt echt? User joined your channel. Und da ist der nächste Gast. Mein Bruder ist da. Hab ich richtig gehört, ne? Jo. Hallo Barrios. Hallo. Frisch und munter. Boah, ist doch nicht wahr. Ah, jetzt. He's open. Medikit. Jawohl. Das müssen wir irgendwie darauf. Doktor, kommt das weg? Nein, ein Dying Light. Dying Light? Ja, ich hab gedacht, spiele ich mal wieder eine Runde. Und ich bin am Livestream und ich bin am Aufnehmen. Damit du Bescheid weißt. Und ich muss jetzt irgendwie da oben ruf. Und ich weiß nicht, wie ich da hochkommen soll, weil das ziemlich dunkel geworden ist. Und ich kein Licht habe. Und ich habe jetzt keinen Bock zu warten, bis wieder Tag ist. Also klampen wir mal hier... Oh, das war tief. Oh, wo steht der Backen? Hallo Freunde! Komme ich da rauf? Das sehe ich jetzt gar nicht. Okay, die gefährliche Zeit fängt an. Ich muss aber noch mal gucken.
wo ich die Taschenlampe anschalte. Und herzlich willkommen, mein Dad, den man im Hintergrund gehört hat. Heute sind alle mit dabei. Die ganze Familie. So. Da ich nicht weiß, auf welcher Knopf die Taschenlampe ist, habe ich jetzt ein Problem. Bin doch bestimmt unter der... Okay. Steuerung. Tastenzuweisung. Hocken, springen, springen. Benutzen, überleben, Wurf zu zielen, umtauschen, reparieren, Taschenlampe, ach, auf T. T wie Taschenlampe. Ah, klingt logisch. Aber erstmal der Horde entkommen. Budi, bist du da? Nee, Budi kommt gleich wieder. Wir haben schon gesagt, gleich eine Runde Payday. Wenn er wieder da ist. Kletter, kletter, kletter. Da geht's nicht weiter. Geht's darauf? Wie es aussieht, nicht. Aber da. Houston, we have a problem. Warte mal. Wenn ich da drauf komme, kann ich da rüber springen und mich hochrangeln. Da muss ich aber erstmal rüberkommen. Okay, keine Chance, da kommt man nicht drauf. Also versuchen wir mal die andere Seite. Irgendwo bitte hier hochgehen.